Moin Moin, hallo, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wir wollen weitermachen und zwar wollte ich mir jetzt heute mal angucken, was denn hier diese Hinkebeins-Klunker sind. Setze ich mir mal gerade eine Markierung und renne direkt los. Es sind 300 Meter, das sollte zu schaffen sein, bevor wir zur Hauptmission gehen. Ja. Wollen wir doch mal hoffen, dass die Hauptmission wieder spannend wird, wie immer. Und ich bin gespannt, was dieser Hinkebeins-Klunker sein wird. Was der uns bringt, vielleicht irgendwie Geld oder so. Und dann können wir neue Sachen kaufen. Mal schauen, mal schauen. Sind nur noch 200 Meter. Dürfte da vorne an der Bergspitze irgendwo sein. Und hier ist auch schon wieder irgendwo ein Wolf. Na? Soll ich ihn mal erschießen? Zack. Kann ich dann auch direkt häuten. Und weiter geht's. Natürlich habe ich auch den Pfeil wiederbekommen, von daher alles halb so wild. Was sieh mal an, was haben wir denn da? Ein Fuchs oder was ist das? Können wir jetzt mal gucken. Sieht stark nach einem Fuchs aus. Und es ist so einer. Warum auch immer wir den Pfeil jetzt noch da drin stecken lassen haben. Auf jeden Fall, den Pfeil haben wir wiederbekommen. So, hier haben wir Hinkebeins Klunker. Konvoi verteidigen. Was? Achso, Klunker in der Siedlung finden. Das heißt, wir bräuchten dann auch noch theoretisch diesen Klunker, den und diesen dort. Den können wir uns ja auch mal gerade holen. Hier haben wir noch ein interaktives Gespräch und hier können wir zu den Grenzlanden reisen wiederum. Ich hoffe, man kann da die Felsen hochklettern. Sonst könnte das vielleicht etwas länger dauern, um den ganzen Felsen rumzulaufen. Platsch, 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 platsch. Diese Schwimmanimation, ich werde mich wohl niemals mit der anfreunden. Hier sieht es an einer guten Stelle aus. Kommen wir hier schon hoch oder müssen wir da weiter links hin? Nein, wir müssen hier. Da oben scheint schon ein Wolf auf uns zu warten. Oder auch nicht. Doch, doch, man hört ihn doch. Da ist er ja. Zack. Brauchst gar nicht so zu knurren. Wirst gehäutet, kommst dann in die Suppe. Auch wenn ich noch nie was von Wolfssuppe gehört habe, aber egal. Alles klar, haben wir den zweiten Klunker. Und jetzt kommen wir auch direkt zur Hauptmission. Die ist nämlich hier um die Ecke. Hey, Leertaste. Bam, in your face. Und wir sehen jede Menge Gras. Können den auch nochmal häuten. Wir haben ja jetzt hier unser Schiff fertig gebaut. Nach 6 Monaten. Wir hatten ja auch Holz und so weiter. Und hier gibt es auch ein Spiel. Welches ist denn das? Achso, steht gar nicht direkt dran. Also schauen wir da auch mal vorbei. Das sieht mir nach. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Da mal richtig. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Also gut. Die harte Tour. Starten wir die Mission. Die Aquila muss auf Marthas Wineyard mit Kanonen und dem entsprechenden Kanoniermeister ausgestattet werden. Diese maritime Mission starten. Ja, bitte.
Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche. Nein, 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 nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Sie ist solide. Ei, schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Aber selbstverständlich. Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehlen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mache noch einen Seefahrer aus dir. Das heißt jetzt wahrscheinlich, wir werden auch noch zum Seefahrer ausgebildet. Na los, Männer! Bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt! Doch, jetzt erstmal wieder in dem tollen Ladescreen hier. Da haben wir es auch schon fertig. Und ich hoffe, wir können jetzt auch mal das Schiff selber steuern oder sowas. Ostküste, 1773. Recht windig, wie man in der Kleidung sehen kann. Alle Segel straff und gespannt, Sir! Zum Ruder gehen und eh durch. Natürlich. Nachschulen, sie weiß nicht. Alles klar. Oh, jetzt bist du mit ihr verbunden. Fühle in sie hinein. Mhm. Sie wartet. Oh, halbes Segel! Ja, okay. Q können wir drücken, um zu stoppen. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Und mit der Maus können wir natürlich unsere Kamera schwenken. Je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und umso fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Oh, nicht so weit nach rechts. Setze volle Segel, wenn du magst. So, jetzt können wir hier mal richtig schön Gas geben. Der grüne Streifen auf der Minimap scheint der Wind zu sein. Nur der dreht gerade. Weniger Knoten, halbes Segel, halbes Segel. Jetzt müssen wir ja aufpassen, dass wir hier nicht noch gegen die Felsen hauen. Weil der Wind kommt echt hart von der Seite. Das verlangsamt uns. Pass auf die Sandbänke auf. Jetzt bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Ach, wirklich? Willst du schnell wenden, setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Alles klar. Gut, jetzt muss ich hier gerade ein bisschen langsamer fahren, weil sonst kriege ich neue in die Schiffe vor mir. Ich könnte es ja trotzdem mal wagen, volles Segel zu setzen. Hier sind aber gerade sehr viele andere Schiffe. Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu behalten. Ich hoffe ja, dass das andere jetzt hier nicht in uns reinfällt. Guten Tag. Desto schneller wir sind, desto schneller werden. Desto schneller werden wir auch. Desto manövrierunfähiger sind wir auch. Und jetzt muss ich hier mal aufpassen mit dem Felsen, aber das klappt ganz wunderbar. Jo, da sind wir wieder zurück. Ich musste gerade leider einen kurzen Cut machen. Geht auf halbe Segel, Schatzi, halbe Segel. Jetzt lenke ich ein bisschen hart weit nach rechts. Na gut, gerade hat nämlich das Telefon geklingelt und ich musste mal ganz kurz rangehen. Aber das kann ja mal vorkommen. So, dann hier an dem Felsen vorbei. Nächstes Mal sollte ich vielleicht nicht ganz so knapp an den vorbeifahren.
Doch, es hat ja funktioniert. Und jetzt müssen wir hier noch nur noch um diese kleine Spitze rum. Wir sind bald da. Warum auch immer ich meine Kamera jetzt nicht weiter drehen darf. Aber nun ja, gut. Da vorne sollen wir jetzt anlegen. Weniger Fahrt, Segel streichern! Halt, bringt sie zum Stehen! Anker werfen! Wir gehen an Land, Kanonen und Offiziere. Dann besorgen wir uns mal ein paar Kanonen und Offiziere. Hoffen, dass auch heute welche im Angebot sind. Hallo, Miss Mandy. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vinyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast du gesteckt, Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Gut gesagt. Die Akia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Amme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, 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 sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Dann gehen wir halt, so. Wenn wir uns nicht prügeln dürfen, machen wir es halt von anders. Die Kanonen scheinen fertig gewesen zu sein. Jetzt sind wir auch schön bewaffnet. Und können es den anderen auch auf See zeigen. Alles klärchen. Keinen Schaden haben wir erlitten, damit haben wir die optimalen Missionsziele erreicht. Und wir können jetzt wieder zurücksegeln, denke ich mal. Nur irgendwie will er nicht. Auf doch jetzt. Kurs können wir lange bleiben. Alles klar. Was zum Teufel sollte das da drin? Können wir direkt volles Segel hier geben? Ein Templer. Der Jungspund war Nicholas Biddle. Ein Niemand segelt vor dem Mast. Ein Seekadett der Krone. Sind die Kanonen bereit? Nein, aber wir sollten nichts überstürzen. Wir finden ein passendes Ziel und zeigen dir, wie es geht. Wir haben eine bescheidene Menge Kanonen an Bord, aber sei versichert. Wir haben Platz für weitere, falls du sie brauchen solltest. Ach, eine bescheidene Menge, ja. Wie es aussieht, kann man mit Rechtsklick irgendwie Kanonen abfeuern und mit Linksklick. Wie genau werden wir aber, denke ich mal, gleich sehen. Sieht aus wie eine abgetakelte britische Fregatte. Die sollte reichen für erste Zielübungen. Bringen Sie auf unsere Breitseite. Holt alle Segel ein! Alle Kanonen im Ziel sind, rufst du Feuer. Okay, also mit Rechtsklick. Erste Rundkugel! Bereit zum Feuern! So. Halten und los. Feuer frei! Oh, nett. Kanonen nachladen! Achso, wir sollen in die andere Richtung feuern. Jetzt alle Kanonen auf den Bug und größtmöglichen Schaden anrichten. Bereit machen! So, alle Kanonen sind bereit. Feuer frei. Hab noch Pulver geladen. Gut. Jetzt probier mal die Drehbassen, sind genauer. Triff die alten Pulverfässer und jag sie in die Luft. Okay.
So. Immer wieder gut. Alles klar. Du lernst aber schnell. Also selbstverständlich. Wir finden Geschmack an der offenen See. Wir machen noch einen echten Seelöwen aus dir. Das kann ja auch nur Spaß machen. Der alte Mann wird mir sonst noch das Fell über die Ohren ziehen. Eben, wir verschwenden ja hier nur unnötig Kanonen. Jetzt halbes Segel, halbes Tank setzen! Ist wie so ein Papagei, der Typ, der wiederholt immer was. Na gut. Nehmen wir mal Fullspeed hier. Scheint ja nichts voraus zu sein. Wir haben Rückenwind. Von daher alles optimal. Kanonenboote kommen! Okay. Beschädigen, den königlichen Frieden stören, such's dir aus. Was sollen wir tun? Wir können nichts tun, als uns zu wehren. Versenk den Bastard! Patz. Benutzt die Drehwaffen! Von mir! Auf mein Zeichen! Feuer! Das war voll daneben. Kann ich nicht, Captain! Ohne Feuer! Das war auch dämlich. Bereit machen, Jungs! Und zack. Vor uns haben wir noch genug Platz, von daher alles halb so wild. Könnten wir gerade halbes Segel machen. Ich sehe mein Ziel nämlich gar nicht mehr. So und Bats. Scheint nicht getroffen zu haben. Auch wieder nicht genug getroffen. Bats. Immer noch nicht. Ach so, wir sollten mal drehen. Oh. Anhalten! Kein Tegel! Kein Tegel! Hätte mir auch mal jemand sagen können, dass wir nicht so weit. Ja, ich weiß, dass wir das Gebiet verlassen. Ja, ja. Bam! Alles. Weltuntergang! Oh. Na gut, versuchen wir das nochmal. Daran hätte ich jetzt auch mal denken können, dass die Map ja irgendwann zu Ende ist. Warum schießen die auf uns? Na gut. Königliches Eigentum beschädigen, den königlichen Frieden stören, suchst dir aus. Was sollen wir tun? Wir können nichts tun, als uns zu wehren. Versenk den Bastard! Wir sind ja dabei. Erstmal die kleinen Schiffchen wieder. Das war voll daneben. So, jetzt noch ein kleines. Bam. Damit hätten wir das auch geschafft. Englische Fregatte! Na, na, wundervoll. Worum alles in der Welt kommt die denn her? Tja, das wüsste ich auch mal gerne. Entdeckung! Noch nicht! Feuer! Na gut. Die wollen Krieg, dann kriegen die Krieg. So, haben die es dann. Bam. Sehr schön getroffen. Auch immer mal nach vorne gucken dabei. Und Feuer. Und Feuer frei. So, wir hätten Angriffen in Deckung gehen sollen. Na gut. Haben wir halt ein Ziel nicht geschafft. Von den optimalen. Also ja, das finde ich doch mal eine gute erste Fahrt.
Und bevor ihm noch der alte Mann den Kopf abreißt, fahren wir mal lieber zurück. Alles klar, die harte Tour haben wir beendet. Wie gesagt, mit 2 von 3 Zielen. Natürlich gab das eine 50 Punkte, die andere nur 25. Also dann. Das war's, glaube ich, mit der Mission. Und wir sollten jetzt theoretisch wieder zurück im Dorf sein. Beziehungsweise in der Siedlung. Was habe ich denn gesagt? Ich hab sie! Hab sie alle! Bring mir, was ich will! Und ich gebe sie dir! Ganz einfach! Du hast ein Schiff! Du könntest sie alle finden! Wer ist dieser Mann? Der ist ein bisschen wahnsinnig. Nun, der alte Seebär spricht ständig von irgendwelchen Briefen von Captain Kidd. Völliger Unfug, aber er tut keinem was, also lassen wir ihn. Sprich mit ihm, wenn du magst. Doch Vorsicht, er kaut dir ein Ohr ab. Wie auch immer, die Akia steht bereit. Wenn es dich wieder aufs Meer hinauszieht, warten wir auf dich. Aber jederzeit doch. Nun bitte ich dich, geh wieder auf den Hügel, bevor der alte Mann wegen mir den Ruhestand beendet. Wochen. Und du hast dich nicht einmal verabschiedet. Verzeih. Und? Worauf wartest du noch? Jetzt ist er beleidigt. Zieh das an. Bling. Haben wir doch mal ein schönes neues Outfit jetzt. Einst vor langer Zeit gab es eine Zeremonie für solche Anlässe. Aber ich glaube, wir beide sind nicht der Typ für so etwas. Du hast Werkzeug und Ausbildung. Du hast Aufgaben und Ziele. Und nur hast du einen Titel. Willkommen in der Bruderschaft. Alles klärchen. Nummer 5 haben wir beendet. Das heißt, wir sind jetzt ein vollständiger, ausgebildeter Assassine. Natürlich wachen wir jetzt erstmal wieder auf. Du wirst froh sein, dass es endlich mal gute Neuigkeiten gibt. Ja? Es ist mir gelungen, eine Energiequelle zu finden und sie ist nicht weit weg. Lust auf einen Trip nach Manhattan? Ist es denn auch sicher? Abstergo wird doch bestimmt nach uns suchen. Nichts ist sicher. Wir können aber auch nicht hier rumsitzen und auf Glück hoffen, oder? Wir brauchen die Energie. Außerdem wirst du unsere Aktionen schon verschleiern. Naja, ja. Die Templer haben ja Zugang zu allen möglichen Satelliten und Kamerasystemen. Wir müssen unsere Digitalsignatur irgendwie verbergen. Den Van kann ich vermutlich auch tarnen. Nur für uns kann ich nichts tun. Das ist doch einfach. Oh Mann, war das schwer. Oh, ho, ho. Versicherten die örtlichen Versorgungsunternehmen, dass sie auf die bevorstehenden Sonneneruptionen gut vorbereitet sind. Die zu erwartenden Ausfallzeiten bezeichneten sie als minimal. Tja, wenn die wüssten. Was ist das? Eine ferngesteuerte Kamera. Sie versorgt uns mit Bildern, wenn du auf einer Mission bist. Und das ist unsere Sprechverbindung. Wir sind fast da, also hör zu. Das Artefakt ist in einem Penthouse-Büro in Lower Manhattan. Um diese Uhrzeit würde jede Art des direkten Zutritts bemerkt werden. Ich glaube, wir haben bessere Chancen, wenn du von oben kommst. Wie von oben? Mit einem Fallschirm. So wie es aussieht. Ich sehe jetzt nicht gerade schön aus, aber gut. Nur als Warnung. Von jetzt an hast du keinen Zugang zum Aufzug. Du musst auf die altmodische Art nach oben.
Also gut, jetzt können wir die Kamera in Sekundenschnelle bewegen. Doch was uns hier in dem Haus erwartet und wie wir letztendlich reinkommen, sehen wir in der nächsten Folge. Also bis dann, Leute. Ciao.